Wir lesen in Lukas Evangelium Kapitel 15 über das Gleichnis von verlorenen Sohn, dass Jesus uns zeigen will, wie gut der Vater ist, voller Barmherzigkeit und Güte und wie er die Sünder liebt. Wenn wir Lukas Evangelium 15 hören und Kapitel auf 15, Vers auf 15, wir meinen, wir wissen alle das auswendig. Wir brauchen davon nicht hören. Schon wieder. Vielleicht denken Sie. Aber jedes Mal ist was dabei, was uns persönlich berührt und schüttelt, wenn wir ernst nehmen. Dann werden wir auch nicht mehr so traurige Gesichter machen hier. Aber bis Sie heute Abend gehen, Sie haben Freude, das weiß ich. Da sind Sie dabei beim Lobpreis machen und alles. Es ist auch gut, wenn Sie ernst nehmen, diese Tage hier, auch einen Tag. Immer wieder kommen Sie, manche kommen jedes Mal. Wer kommt jedes Mal? Auch der Diakon kommt jedes Mal. Und ich auch. Halleluja. Bin auch fast immer dabei. Ja. Und die letzte Antwort Gottes auf die Sünde ist nicht die Gerechtigkeit, sondern das Erbarmen. Der ältere Bruder des verlorenen Sohnes vertritt die Gerechtigkeit, wie er sie versteht. Lukas Evangelium 15, 29 lesen wir. Doch der ältere Bruder erwiderte dem Vater: So viele Jahre schon diene ich dir und nie habe ich gegen deinen Willen gehandelt. Mir aber hast du nie auch nur einen Ziegenbock geschenkt, damit ich mit meinen Freunden ein Fest feiern konnte. Er beschwert sich. Er war immer brav und er hat nicht was Besonderes geschenkt bekommen. Und da sagt er weiter: Kaum aber ist er hier gekommen, dein Sohn, der dein Vermögen mit Dirnen durchgebracht hat, da hast du für ihn das Maßkalb geschlachtet. Vielleicht sind welche hier, die auch Gott gegenüber so Vorwürfe machen. Ich war letzte Woche in München, Exerzitien zu halten. Und da habe ich auch einige Schwierigkeiten gehabt, also Gesundheit und das Essen hat nicht gepasst, immer wieder. Dann war ich bei Allerheiligste gesessen, morgens schon 5:30, wie immer, dort. Dann habe Jesus gesagt: Jetzt mache ich so viel für dich. Ich musste an diesen ältesten Sohn denken. So viel. Eigentlich kann ich mir nicht beschweren. Er schenkt mir viel, das ist wahr. Aber manchmal fällt mir doch schwer. Muss das alles so sein? Kaum komme ich dahin, ich will duschen, morgens kurz vor 5, nur kaltes Wasser. Und das spritzt wie Flugzeug von alle Seiten. Wir waren zu 5. Alle 4 haben alles in Ordnung. Nur bei mir ist so. Und da war ich in Moldawien einmal letztes Jahr. 3 Zimmer haben wir für 3 Personen bekommen. Alles war in Ordnung. Ja, jeder darf ein Zimmer gehen. Ich bin ein Zimmer gegangen und die Barbara war auch dabei und der Pfarrer Huber auch. Ich wollte mich duschen, war nur kaltes Wasser. Und warm war nicht dort unbedingt im Zimmer. Ich konnte nicht duschen. Dann habe ich gesagt: Pfarrer, so und so. Die Barbara muss übersetzen. Sie, Barbara und Pfarrer in mein Zimmer gekommen und alles recht gemacht. Und er hat gezeigt: Sehen Sie, so richtig heiß Wasser kommt jetzt. Und ich habe mich sehr gefreut. Nächsten Tag früh, ich wollte duschen, da kam nur heißes Wasser. Kannst du erinnern? Dann hat die Barbara gesagt: Wir wechseln das Zimmer. Und ich war einverstanden. Ohnehin bin ich schwarz genug. Und wenn ich nicht duschen, wie sehe ich aus? Ne?
Ja, ich wollte sagen, ich habe auch solche Gedanken bei Jesus bekommen. Ja, ich habe auch die Frage, das kommt mir gerade, vor 3 Tagen oder was. Und dann habe ich Augen zugemacht und habe gesagt, ja, was mache ich? Ich habe keine Pause und nichts, ich renne immer nach dir und ich laufe für dich. Und die anderen machen auch was, aber nicht so wild wie ich, ja, so wollte ich ihm sagen. Wisst ihr, was ich gesehen habe? Heilige Schwester Alfonsa. Sie war bei mir gestanden, aber lächelnd. Ein Bild, nicht erscheinen. Diese Heilige, bis 33 Jahre war sie im Kloster gelebt und bis letzte Minuten hat sie gelitten. Und durch diese Leiden, was ist aus ihr geworden? Die Frage ist das, willst du nicht mit mir leiden? Dann habe ich gedacht, habe ich nicht genug gelitten? Ja, das ist das Menschliche. Ich wollte sagen, der Herr hört alles, oder nicht? Und jede Bewegung von uns. Ihr werdet doch nicht denken, er passt nur auf mich, was ich falsch mache. Oder was ich Gutes mache. Er sieht alles bei allem. Ja, und der Ältere hat sich beschwert beim Gott. Er hat gesagt, er ist ein braver Junge und der andere und so weiter und so fort. Das wissen wir alle. Menschlich gesehen hat er auf seine Weise recht. Doch Gott ist größer. Er kann verzeihen. Wenn er eine Sünde, einem Sünder verzeihen kann, freut er sich darüber. Wie über die, ist das doppelt, hört man? Irgendwie? Ist jetzt besser? Immer noch gleiche. Ist jetzt besser? Keiner sagt von Ihnen, ich muss das merken. Ne? Ja, so, es ist gut. Kann vielleicht der Acker so recht machen. Das wird immer so doppelt. Es ist besser, glaube ich. So, Gott freut sich, wenn ein Sünder zu ihm kommt, dass er verzeihen kann. Freut er sich darüber wie über die Werke seiner Schöpfung, denn Gott ist die Liebe. Heißt auch, Gott ist die Freude. In Lukas Evangelium 15, 31 lesen wir weiter. Der Vater antwortete ihm, mein Kind, du bist immer bei mir. Und alles, was mein ist, ist auch dein. Auch jetzt müssen wir uns doch freuen und ein Fest feiern, denn dein Bruder war tot und lebt wieder. Er war verloren und ist wieder gefunden worden. Das ist die Freude. Einmal eine Kollegin von mir, sie war nicht so arg beim Beten. Sie hat auch nicht so viel gebetet und hat auch nicht so viel Exerzitien mitgemacht. 1992 kam sie das erste Mal, Exerzitien mitzumachen. Und was war denn? Sie hat einmal viele Bilder bekommen. Und dann, während ich gebetet habe damals, habe ich wieder beschwert bei Jesus. Kaum ist sie zur Erneuerung gekommen, jetzt kriegt sie so viel geschenkt. Jetzt frage ich nicht mehr so Sachen. Dann habe ich in mir gehört, das war die Stelle. Mein Kind, du bist immer bei mir. Und alles, was mein ist, ist auch dein. Ja. So, der Herr gibt schon zum Verstehen. Aber wir haben kein Geduld zum Hören. Wir reden dauernd. Er sagt auch was, aber wir hören nicht. Und nachher beschweren wir uns, der spricht mit mir, nicht nur mit bestimmten Leuten vielleicht. Und nachher beschweren wir uns, stundenlang sitzen wir bei ihm und beten wir. Beten wir dauernd, irgendwas sagen wir zu ihm. Ganz bewusst oder bewusst wissen wir nicht.
Manche sagen mir, ich bete jeden Tag vier Rosenkranz. Bevor vier Rosenkranz fertig ist, schlafe ich nicht ein. Will auch nicht schlafen, sagen sie manche. Aber es ist bewusst, wir müssen bewusst machen, bete ich richtig. Ich habe eine Frau beobachtet, eine von Ausland muss sie sein, in München, und sie hat immer so gebetet, Heilige Maria, Mutter Gottes, immer angeguckt. Hast du gesehen, Andreas? Das hat mich so imponiert. Wir haben mit unseren Liedern zu tun gehabt, zu suchen, Lieder suchen und alles. Aber wie sie bewusst gebetet hat, sie hat Mutter Gottes angeguckt. Heilige Maria, Mutter Gottes. Immer hat sie das gezeigt. Sehr einfache Frau. Nur zum Nachdenken. Sie müssen nicht alles so machen, das hier und hier. Es ist schwer, aber ich wollte sagen, wie sie bewusst gebetet hat. Jetzt wollen wir doch den Anfang des Gleichnisses von verlorenen Sohn noch hören. Lukas 15, Vers ab 11. Im Gleichnis erzählt uns Jesus über Gott, den barmherzigen Vater. Der Jüngere von ihnen sagte zu seinem Vater, Vater, gib mir das Erbteil, das mir zusteht. Da teilte der Vater das Vermögen auf. Was sehen wir da? Er hat doch genau gewusst, was er mit dem Geld macht oder mit allem. Er war ja auch so gelebt früher. Er weiß das. Aber er gibt ihm, weil er ihn liebt. Nach wenigen Tagen packte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land. Dort führte er ein zügelloses Leben und verschleuderte sein Vermögen. Als er alles durchgebracht hatte, kam eine große Hungersnot über das Land und es ging ihm sehr schlecht. Dann hat er verstanden. Dann ist er wach geworden vielleicht. Ein Mann hat mir letztens erzählt, über 30 Jahre war ich von Gott weg. Jetzt müsste mein Kind krank werden, um Gott zu suchen. Ein 8-jähriges Kind. So was eine, wie soll ich ihn sagen, so aufgeweckt, und er ist so aktiv, und zum Beispiel er sagt, guck mal, ich glaube an Gott, dass er mich heilt. Aber meine Eltern machen mir dauernd Sorgen, die weinen immer bei mir. Habt ihr gehört? Das Kind, 8-jähriges Kind, sagt, mit Tumor im Kopf und ein Auge ist schon blind. Und er sagt sowas. Aber der Vater weint und sagt, jetzt, seit er krank ist, gehen wir regelmäßig zur Heiligen Messe. Ich gehe jeden Tag. Ich will Gott festhalten jetzt. Dann habe ich gesagt, es ist wichtig, dass sie sagen, dein Wille geschehe. Das ist das Wichtigste in Krankheitsfällen. Nicht harren mit Gott. Das schadet uns selbst und auch die Beziehung zwischen mir und meinem Gott schadet es, wenn ich harren anfange. So denke ich das. Dieser Junge ist wach geworden hier, der Verlorene. Der verlorene Sohn ist plötzlich wach geworden. Tatsache ist, er hat nichts mehr, niemanden mehr. Da ging er zu einem Bürger des Landes und drängte sich ihm auf. Der schickte ihn aufs Feld zum Schweinehüten. Schweinehüten. Der verwöhnte, wohlhabende Junge wurde plötzlich wach. Denn er hat viel leiden müssen bei Schweinehüten. Unter Hunger, und er hat dabei an seinen Vater gedacht. Wir lesen weiter. Lukas Evangelium 15, 16. Er hätte gerne seinen Hunger mit den Futterschoten gestillt, die die Schweine fraßen, aber niemand gab ihm davon. Da ging er in sich und sagte, wie viele Tagelöhner meines Vaters haben
mehr als genug zu essen. Und ich komme hier vor Hunger um. Er hat sicher nachgedacht. Mein Vater hat so viele Angestellte, die ohne Hunger leben. Und ich will nicht mehr in diesem Zustand sein. Es gibt auch solche Menschen, die heute in dieser Weise in seelischer Not sind, die Gottes Liebe auch nicht spüren, die nicht mit Gott leben und viele Blockaden haben, die einmal mit Gott gelebt haben, die weggelaufen sind, lauter Übermut, immer von Weltgeist leiten lassen und sie haben selbst Gott vergessen. Ihnen ist nicht mal bewusst, dass sie ohne Gott leben. Und deshalb bleiben sie in ihrem Zustand. Sie können von Schweinen nicht wegkommen. Sie sind gewohnt in dieser Dreck. Sind ja keine da davon, sind ja keine gekommen. So wenig Gott vertrauen. Es gibt wieder andere Menschen, die genau wissen, dass sie in Sünde leben, sie vornehmen, umzukehren, aber sie schaffen es nicht. Der andere Geist hält sie fest. Zum Beispiel, weil sie sich nicht von ihrem Freund oder Freundin trennen möchten und weiter in Sünde leben. Obwohl sie wissen, dass es gegen das sechste Gebot ist, wollen sie die sündhafte Beziehung nicht aufgeben. Sie schaffen das nicht. Sie sagen, so wie ein deutsches Sprichwort heißt, nur morgen, morgen, nicht heute. Wie viel Morgen gibt es noch in meinem Leben? Sie denken nicht. Es wird immer schlimmer. In 82 Teilnehmern waren 5 solche Personen, die in Unzucht leben. Und sie wissen nicht, ob sie nächsten Tag noch leben. Wenn so leben in solcher Art und Weise, sie können niemals das Himmelreich kommen. Aber das ist mir peinlich, was denken die anderen? Ich kann doch ganze Familie, ganze Angehörige einladen für Hochzeit. Wir brauchen die Verwandtschaft und Bekannte dabei, beim vor Gott zu stehen. Und seinen Segen holen. Nur der Priester muss dabei sein. Braucht auch keinen Alkohol, kein Sekt kaufen, kein Polterabend, ist alles schon längst vorbei. Manche denken, wäre ich nur nicht gekommen. Aber Gott kennt uns alle. Es ist doch schön, dass er uns immer wieder aufmerksam macht, was in uns noch zu ändern haben. Nicht die Wichtigste, ich weiß nicht, für Ostern kochen muss oder was. Das ist nicht das Wichtigste. Wichtigste ist, wie habe ich mein neues Leben begonnen. Gott verlangt von uns nicht diese hundertprozentige perfekt sein, das verlangt er nicht. Er möchte nur, dass wir Mühe geben wenigstens und auch mit ihm dann immer dabei bleiben, mit ihm unterhalten und hören, was meinst du dazu? Ja, ich kann ja das nicht mehr, schon wieder stolpert. Ich nehme auch vieles vor morgens und abends, wenn ich ins Bett gehe, denke ich, lieber Gott, was hast du heute dich gebessert? Gar nichts. Ich meine nicht Gott, ich. Mag nicht, du hast morgen wieder einen Tag, beginne morgen. Bei uns ist eine Ordensschwester, ganz plötzlich über Nacht war sie bewusstlos und bewusstlos, nicht eine Seite gelähmt. Sie konnte nicht einmal jemanden rufen mehr, reden konnte sie nicht. Bis abends 21 Uhr
haben sie was gefeiert, ich weiß nicht mehr, was war, im Kloster. Und die Schwester hat nur gute Nacht gesagt und ins Bett gegangen. Bis die Schwestern gehört haben, Nachbarschwester, die Nachbarin. Sie ist aufgestanden und ist hingegangen. Sie war gelegen, aber eine Seite gelähmt, konnte kein Wort mehr reden. Nach 14 Tagen ist sie dann gestorben. Ich erzähle das Ihnen, dass Sie auch so bewusst werden, auch wie ich. Seitdem bete ich noch intensiver, bevor ich ins Bett gehe. Gell, Herr, ich weiß nicht, ob ich noch einmal beichten dazu komme. Vergib alle meine Sünde. Ich weiß nicht, ob ich wach werde morgen. Da bin ich so brav und klein. Nächsten Tag vergesse ich alles, oder? Sie nicht, ich meine ich. Aber es ist so wichtig, dass wir uns bewusst werden. Wir können immer die Nächste sehen, wie schlimm sie mitmachen. Sie können nicht mal reden, sie können nicht mehr beichten. Es gibt aber auch Menschen, die sind angekommen heute, sind hier, die sich aufgemacht haben zum Vater. Habt ihr gehört? Fühlen Sie sich so? Schön. Um seine barmherzige Liebe zu erfahren. So wie der verlorene Sohn zurückgekommen ist, die mit wahrer Reue und guten Vorsätzen. Ich bin sicher, dass wir alle heute Gottes Liebe mehr spüren als sonst. Wir haben gesehen, wie großzügig Gott Vater uns gegenüber sein kann. Da Gott selbst die Liebe ist und sein Wesen Liebe ist, hat er seinen einzigen Sohn zu uns gesandt, um die ganze Menschheit zu retten. Ohne Ausnahme, alle Seelen will er retten. Nur nicht alle wollen das, dass sie gerettet werden, weil ihnen nicht bewusst ist, dass es auch eine Hölle gibt. Gibt es Hölle? Ja. Ich habe so wenig Ja gehört. Ja. Ah, gibt es doch. Moderne Menschen sagen, es gibt keine Hölle. Aber es gibt. Sogar die Schwester Faustina dürfte, heilige Schwester Faustina dürfte einmal das sehen. Wir lesen in Johannes Evangelium 14,8, wie Philippus Jesus eine Frage gestellt hat: Herr, zeige uns den Vater, das genügt uns. Gute Frage, gell? Was sagt Jesus? Jesus antwortete ihm: Schon so lange bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du sagen, zeig uns den Vater? Wir lesen weiter, was Jesus sagt. Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch sage, habe ich nicht aus mir selbst. Der Vater, der in mir bleibt, vollbringt seine Werke. Seit unserer Taufe wohnt Gott Vater, Sohn Gottes und Heiliger Geist in uns. Heiliger, dreifaltiger Gott ist in uns. Ist bei euch alle? Nur bei 10 Leute, 12 Leute. Ich meine, Sie haben selbst gesagt, nur 12 oder 18, ja. Und die anderen meinen, die anderen sollen Antwort geben, ja. Dieser Gott ist die Liebe selbst und lebt in sich selbst ein Geheimnis personaler Liebesgemeinschaft. So hat mal seliger Johannes Paul II.
gesagt oder geschrieben. Der Vater liebt den Sohn. Er schenkt ihm sein ganzes Wesen. Der Sohn liebt den Vater. Er schenkt ihm seine ganze Person zurück. Dieses gegenseitige sich Schenken ist so real und so vollständig, dass die Liebe zwischen Vater und Sohn wieder eine Person ist, der Heilige Geist. Halleluja. Halleluja. Alles klar? Haben alle verstanden? Wir werden noch über einige Stellen über Gottes Liebe hören. In Jesaja 49, 15 lesen wir, kann denn eine Frau ihr Kindlein vergessen, eine Mutter ihren leiblichen Sohn? Und selbst wenn sie ihn vergessen würde, ich vergesse dich nicht. Das hat mir ein junger Mann in Dänemark aufmerksam gemacht. Da war ein Mann, der ersten Tag angekommen ist mit seiner Schwester. Und er hat gesagt, ich habe nur meine Schwester gebracht, ich nehme diese Exerzise nicht teil. Dann habe ich gesagt, ja, bleiben Sie doch da, das ist doch, Sie haben doch gesehen, ersten Tag, dass gut war für Sie. Nein, ich will nicht, ich möchte nicht. Und am Schluss, wir haben keine Musikinstrumente gehabt. Und da hat er seine Gitarre im Auto gehabt. Dann hat er gesagt, ich habe eigentlich meine Gitarre dabei. Dann habe ich gesagt, bleiben Sie doch da. Dann habe ich gesagt, dann bleibe ich auch da. Also Gott sei Dank hat er Gitarre dabei gehabt. Und er hatte 4 Tage auch Wort Gottes gehört und alles mitgemacht. Dann war Heilige Messe in der großen Basilika. Ich weiß nicht mehr, wie das geheißen hat. Gut, und dann während der nach der Kommunion, ich habe gehört in mir, kann denn eine Frau ihr Kindlein vergessen? Eine Mutter ihren leiblichen Sohn? Selbst wenn sie ihn vergessen würde, ich vergesse nicht. Ich vergesse dich nicht. Dann habe ich gesehen, ein Kind, ein ungeborenes Kind im Mutterleib. Ich habe keine Ahnung, warum, dass er mir das zeigt. Ich wollte gar nicht laut sagen, alle waren still. Dann habe ich wieder Gleiche gesehen. Dann habe ich gesagt, Jesus zeigt mir ein Bild. So und so sehe ich. Hat einige Frauen angefangen weinen, habe ich gemerkt. Und so, nachdem Heilige Messe fertig war, dieser Junge mit Gitarre ist ans Mikrofon gekommen und hat geweint und gesagt, kann denn eine Frau ihr Kindlein vergessen? Eine Mutter ihren leiblichen Sohn? Und selbst wenn sie ihn vergessen würde, Gott sagt, er wird nicht vergessen. Das gilt für mich, sagt er mir, weinend. Ich habe eine Freundin aus Russland gehabt, wo ich gemerkt habe, sie ist schwanger, ich habe sie verlassen. Ich habe gesagt, du kannst das Kind abtreiben. Ich will damit nichts zu tun haben. So bin ich mit meiner Schwester zu euch gekommen. Jetzt will ich heimgehen. Ich will das Kind behalten. Ich will meine Freundin behalten. Wir wollen heiraten. Weinend ist er weggegangen. Ein Jahr später war er bei uns. Mit dem Kind und mit der Frau. Ja. Es ist wunderbar, wie Gott das macht. Denn seine Liebe ist so groß und er ist sehr aufmerksam mit jedem von uns. Nur wir merken nicht. Das ist die Blockade zwischen mir und meinem Gott. Wir haben nie Zeit, bei ihm ruhig zu sitzen. Es gibt Leute, die zu uns auch beten kommen, ich sehe. So viele Gebetsbücher, verschiedene Sorte. Das müssen sie alles durchgelesen haben. Ich habe gefühlt, sie denken, der Petrus merkt das alles. Und wie viel Gewicht, wie viel Kilo haben sie gebetet? So kommen sie. Wir sind nach Masbach gekommen
Da war er, Exerzitien war nicht so, haben noch nicht angefangen gehabt. Und da kamen auch die Leute, ganz fromme, alte Leute, die wirklich gut meinend sind mit uns. Die haben jedes Mal ein neues Gebetbuch uns gebracht. Und der Sikiliana hat gesagt, guck mal, da ist noch mal ein neues Gebet. Da hat sie mir gesagt, wenn du willst, kannst du beten. Ich will nicht so viel Sache zu tun haben mit so viel Gebetbücher. Versteht ihr? Bitte schenkt ihr uns nicht so viel. Wir haben ja ein bisschen Arbeit außer Gebet. Und wir haben genug zu beten, wir wissen schon. Man soll auch persönlich auch beim Gott sitzen und beten und auch hören. Es gibt so viele Novene, die Leute meinen wirklich gut. Das muss alles gehen. Von unserer Kirche, was wir bekommen haben, zum Beispiel Barmherzigkeit Jesus Novene, die 9 Tage. Sie wissen, dass wir anfangen müssen, Freitag, ja, wissen Sie. Und so, das ist alles gehört dazu. Aber Sie dürfen auch beten, das ist keine Sünde. Nicht, dass Sie sagen, die Schwester will nicht, dass wir beten. Habe ich nicht gemeint, übertreiben meine ich. Und so können wir besser Gott hören, Gottes Stimme hören, wenn wir still sind. Gott passt uns auf. Jeder von uns, wenn wir in Not sind, da bin ich sicher. Aber wie nennen wir das manchmal, wenn wir in Not sind und wir werden Hilfe bekommen? Was sagen wir? Zufällig hat es geklappt. Zufällig. Es soll kein Zufall in unser Leben sein. Das ist Gott, der das ermöglicht. Ja, während ich mit dem Auto unterwegs war, zufällig bin ich richtig wach geworden, ist nichts passiert. Ja, zufällig. Das ist nicht zufällig. Das ist Gott. Vielleicht haben sie auch vorher so intensiv gebetet, ohne zu wissen. Gott kam denn. Das sind keine Zufall. Gott sagt, ich werde immer auf dich aufpassen, dass der Weltgeist dich nicht von mir wegreißt. Gott passt auf, aber ich selber nicht, gell? Wir lesen im Buch Daniel, was lesen wir? Daniel sollte falsche Götter anbeten. Und was hat der König gemacht? Er hat ihn in Löwengrube geworfen. 6 Tage hat er verhungert. Er hat sicher gebetet, oder? So wie wir Daniel kennen. Ich meine Daniel von Alter Testament, nicht hier jemand ist, ich weiß nicht wer, wie viel betet der Daniel hier. Also, und dann, er müsste verhungern. Und was macht der liebende Vater? Was der alles zu tun hat, gell? So viele Menschen gibt auf der Welt, oder immer gegeben. Daniel 14, 33 lesen wir. In Judäa lebte damals ein Prophet Habakkuk. Er hat sich eine Mahlzeit gekocht und Brot in einen Napf gebrockt und ging gerade auf das Feld, um das Essen den Arbeitern zu bringen. Gott hat sich gedacht, die haben mindestens jeden Tag bis jetzt gegessen. Daniel ist jetzt 6 Tage verhungert. Also was muss der machen? Der Habakkuk muss das Essen zum Daniel bringen. Haben Sie auch schon mal von Habakkuk was essen bekommen? Ohne dass Sie wissen. Sie haben sicher bekommen, irgendwann mal. Das Essen meine ich irgendwas, was in Not sind, Sie haben das bekommen. Und was hat er gemacht? Was hat er denn gesagt? Habakkuk hat sicher gesagt, ich kenne doch diesen Ort nicht. Da sagte der Engel des Herrn zu Habakkuk, bring das Essen, das du in der Hand hast, dem Daniel nach Babylon in die Löwengrube. Und jetzt, armer Habakkuk, er war sicher sprachlos. Vielleicht hat er sich auch gewehrt dagegen, so wie wir auch. Aber er war ein Prophet.
Was will der Herr von mir? So fragen wir immer wieder in unser Leben, auch wenn wir die Eingebung bekommen, das und das sollen wir machen. Wir überhören das alles. Wir überhören. Und er ist hingegangen. Er ist hingegangen und hat ihm Essen gegeben. Vorher möchte ich ein Beispiel sagen. Während der Exerzitien, einmal bei der Exerzitien, ich habe gesagt, ich kann nicht für so viele Leute Gespräch geben. Ich werde schon sehen in die Gesichter, mit wen ich sprechen kann. So, wenn so 90 sind, vielleicht kann ich so 15 halten. Weil ich habe nur ein paar Stunden ohne Vortrag. Und so habe ich einen Mann wirklich gesehen, er brauchte Gespräch. So 14 Leute aufgeschrieben. Und ich habe ihn geholt. Und dann sagte er, ich wollte auch mit Ihnen sprechen. Er war die ganze Zeit so traurig und verbittert, hat er mich angeguckt. Hat so erzählt, seine Mutter wurde von einem Fußballfanatiker auf einem gestohlenen Fahrrad angefahren. Und Folge dieses Unfalls ist die Mutter orientierungslos geworden. Könnt ihr euch vorstellen? Jetzt heißt es, er muss diesem Mann vergeben. Er hat doch keinen Frieden mehr in seinem Herzen. Wenn wir nicht vergeben, wir zerstören uns selbst in unserem Herzen. Dadurch die Beziehung zwischen mir und Gott ist auch zerstört. Wenn ich nicht in nicht vergebenden Zustand lebe. Deswegen soll man täglich neu immer wieder vergeben. Und dann beim Vergebungsgebet konnte er vergeben. Und er war ganz anders ausgesehen. Er hat mir dieses Zeugnis gegeben. Ja, Gott sagt mir, ich muss mit ihm reden. Wir müssen das tun. Gott hat Habakuk gesagt, du musst das Essen bringen. Und er hat es getan. So lesen wir hier. Herr, ich habe Babylon nie gesehen. Und die Grube kenne ich auch nicht. Da fasste ihn der Engel des Herrn am Schopf. Hoffentlich ist es nicht rausgekommen, ne? Ganze. Trug ihn in seinen Haaren fort und versetzte ihn mit der Gewalt seines Geistes nach Babylon an den Rand der Grube. Habakuk rief, hat sicher sich gefreut, wo der Daniel gesehen hat, der in Not war. Daniel, Daniel, nimm das Essen, das Gott dir geschickt hat. Das sagte Daniel. Gott, du hast also an mich gedacht. Du lässt die nicht im Stich, die dich lieben. Halleluja. Halleluja. Wie oft haben sie das Essen bekommen? Wie oft haben sie nicht ernst genommen in diesem Leben? Wie oft haben sie wirklich Freude bekommen? Aber von Gott nicht denken, über Gott nicht denken. Zufällig, die Freundin von mir hat mir was gebracht, was ich gebraucht habe oder so. Oder eine Antwort hat er mir gegeben. Das war nicht Gott, so ungefähr. Ich muss gucken, ob ich noch eine Erfahrung erzählen darf. Ja, darf noch. Wollen Sie hören? Ja. Ich war 2 Jahre, nachdem ich 21 Jahre in Deutschland war, gearbeitet habe, in unser Kloster, erstmal eingetreten, Schwester geworden. Nach 21 Jahren bin ich nach Indien versetzt. Das heißt, wir werden immer versetzt, wo Not ist. Und dortige Oberin wurde krank. So sollte ich hingehen und dort das Haus leiten, bauen, Haus bauen, das ganze Grundstück umbauen und alles Mögliche. Und so war ich gerne in Indien, sehr gerne. Habe ich Freude gehabt, mit Menschen zu leben. Außerdem, meine Angehörige konnte ich immer wieder sehen, nicht 3 Jahre, 8 Jahre, 5 Jahre warten. War sehr schön. Und plötzlich
habe ich schon Anfang dieser Zeit Malaria bekommen. Und ich habe gedacht, du kannst bei mir sein, ich will arbeiten. Und eine Hitze noch dort. Und das immer wieder. Wenn ich Fieber gemessen habe, am Schluss, wenn 41 Fieber war, habe ich Thermometer weggeworfen. Ich wollte davon nicht wissen. Aber Fieber war da. Ich war mindestens 13 Mal im Krankenhaus gelegen. Immer nur 2 Tage, dann bin ich wieder fort. Ich muss arbeiten. Ich habe Mädchen aufgenommen für unser Kloster. Es waren 26 Postulantinnen. Und dann, ich war die Oberin. Ich war auch Messnerin. Und ich war Religions, habe ich Unterricht gegeben. Alles in einer Person. Jede Woche, manchmal kein Bus kam, sind der Stück gelaufen. Eine Hitze, über 40 Grad manchmal in dieser Gegend. Und dann Kranke untersucht. Und so viel gemacht, wo Freude gegeben hat. Und ich wollte nicht mehr zurück nach Deutschland, klar. Und ich habe nicht gewusst, warum immer diese Malaria mich geplagt hat. Und so war einmal meine Schwester und Schwager mich besuchen von Deutschland. Und sie haben damals mir eine Uhr gebracht, Armbanduhr, sie wollte mir was schenken. Und sie haben beide gesagt, wie siehst du aus? Du kannst doch das nicht aushalten hier, Fieber und abgenommen, das geht nicht. Muss nach Deutschland. Dann haben sie gesagt, nein, nein, ich will bleiben. Ich war bei vielen Ärzten, sie haben alle gesagt, ich muss zurück nach Deutschland. Und mein Körper macht das nicht mit, dieser Hitze. Und ich weiß aber nicht. Wenn ich zurückkomme, meinen hier, ja, jetzt war diese Arbeit in Indien so, keine Waschmaschine, nicht, kein Wasser, nicht genug Wasser, alles so, hier wäre ja viel schöner, vielleicht deswegen kommen sie. Alles war in mir im Kopf drin. Aber was will Gott? Das ist ja eine Zumutung, von hier weglaufen. Über 40 Tagelöhne kommen jeden Tag. Die sind so anhänglich mit einem. Also ich konnte nicht rennen, aber ich muss. Dann bin ich nach Bombay geflogen, extra. Und bessere Ärzte mal vielleicht mich behandeln kann. Er hat mir einen Brief geschrieben, geh wieder zurück nach Deutschland. Ich war immer noch nicht sicher. Aber ich muss Wiedersehen sagen. Ich bin zum Bischof gegangen, Wiedersehen sagen. Und dann habe ich meine Uhr geguckt. Ich habe gesagt, jetzt haben Sie eine Abschiedfeier in Pfarrkirche. Ich muss dorthin gehen. Er hat gesagt, ja, Gottes Segen gewünscht und ich bin weg. Und ich war mit einem kleinen Taxi unterwegs. Und dann war die Straße war voll Menschen. Das heißt, nebendran ist der Busstand, heißt es so wie Busbahnhof. Viele Busse stehen da und Straße, Schule aus und dann viele Kinder und viele Autos und Lastwagen, alles. Und ich bin auch hingefahren und einmal sage ich zu ihr, gucke ich meine Uhr beim Aussteigen. Bin ausgestiegen, dann wollte ich noch mal schauen, wie spät das ist. Meine Uhr war weg. Dann habe ich Taxifahrer zurückgeholt. Ich habe gesagt, hallo, bleiben Sie da, ist meine Uhr vielleicht in Taxi drin. Er hat gesagt, er hat wirklich nicht gesehen, er hat nicht genommen. Ich habe gesagt, das glaube ich Ihnen. Aber wir fahren schnell wieder zum Bischof zurück. Und dieser Weg, vielleicht habe ich dort verloren. Denn ich habe die Uhr geguckt, ich habe gesehen. Da war auch nicht. Der Bischof hat gesagt, ja, ich habe gesehen, das war auffallend, schöne Uhr. Ich habe gesehen. Ich habe gesagt, es ist nicht schlimm, wenn das weg ist, aber ich will nur mal schauen. Bin ich mit der Taxi, gleiche Taxi wieder zurück. Aber ich muss ja immer mit Gott sprechen. Das war immer drin mir. Dann habe ich so gesagt. Weißt du, Jesus, ich bin so verzweifelt. Ist das dein Plan, dass ich gehe? Dann musst du mir diese Uhr wieder geben. Da bin ich sicher, dass du das willst. Aber ich weiß, dass ich diese Uhr nicht finden kann. Gehofft innerlich, dass ich nicht finde. Weil ich wollte ja in Indien bleiben. So,
Und der Chauffeur hat immer gesagt, Mutter, ich habe wirklich nicht gesehen. Ich habe gesagt, ich glaube, das ist doch nicht schlimm. Und dann hingekommen, angekommen dort, und ich bin ausgestiegen, mitten auf der Straße, das heißt in dieser Stelle, wo ich ausgestiegen bin, dort war diese Uhr gelegen, ohne Kratzer und nichts. Ihr sagt gar nichts. Weil ich diese Uhr wieder gefunden habe, sitze ich heute bei euch. Halleluja. Gott hat andere Pläne gehabt. Und die Orbin war ja wieder gesund. Sie ist ja wieder nach Indien gekommen. Dann kam diese bestimmte Orbin wieder zurück. Das heißt, ich brauche dich für Evangelisationsdienst. Ich werde dich noch durch viele Kreuze tragen lassen, dass du reif wirst. Ja, habt ihr alle verstanden? Und Gott kennt uns, Gott weiß alles. Gott hat gewusst, welche Probleme ich habe. Er hat auch gewusst, dass ich gerne dort bleibe. Aber er hat mir Uhr zurückgegeben. Da bin ich schnell mit der Uhr, ich habe den Taxifahrer wieder zurückgerufen. Ich habe ihm nochmal Geld gegeben und gesagt, das ist schon da. Aber wie war das so lange auf der Straße gelegen? Nichts passiert. Normal, wenn jemand sieht, werde er es mitnehmen. Ich habe das Gefühl gehabt, jemand hat das wieder hingelegt, wie nichts wäre. Keine Ahnung. Kann auch Engel sein, ich habe keine Ahnung. Da kann ich ganz schnell von Deutschland so eine Uhr holen, oder? So, dann bin ich schnell gerannt und der Pfarrer und die Schwestern und alle Mitarbeiter haben auf mich gewartet. Die haben geschrien, komm schnell, Eis verläuft. Sie haben mir Eis vorbereitet, ja, zum Essen, Abschiedfeier. Dann habe ich gesagt, nein, ich muss zur Kirche rennen und Jesus danken. Ich weiß, ich muss nach Deutschland. Jetzt bin ich ruhig geworden. Obwohl ich nicht gerne gehabt habe auf diese Antwort. Wenn ich zurückschaue, wie Gott uns in unser Leben alles macht. Er hat keine Stiefkinder, dabei bleibt er. Er liebt jede von uns. Das hat mit Schwestern nichts zu tun. Manche denken, ja, sie hat gut. Sie fragt und sagt, sie kriegt alles und so weiter. Kriegen alle. Wir sollen nicht undankbar sein. Früher hat Schwester Giuliana immer gesagt, mir wird mit dir, manchmal wird mir unheimlich mit dir, weil Dinge passiert ist. Aber heute sagt sie das nicht mehr, weil das bei ihr auch passiert. Und was hat der Daniel gemacht? Daniel hat mit Freude alles gegessen, sicher leer gegessen, 6 Tage lang verhungert. Dann stand Daniel auf und aß. Den Habakuk aber versetzte der Engel Gottes so gleich an seinen früheren Ort zurück, hat er sicher auch an seinen Schopf gehalten. Wir haben irgendwo ein Bild gesehen, wie der Engel so ihm rausträgt. Wir sehen hier auch, wie Gott um Daniel gekümmert hat. Gott lässt ihn nicht im Stich, in die Liebe. So sieht auch Gott unsere Probleme heute. Auch heute, in dieser Stunde. Wir müssen glauben. Und warum müssen wir manchmal leiden? Er will uns vielleicht sagen, ändere dich. Komm zu mir mehr, zu mir. Du musst das und jenes loslassen. Wir sollen Gott die erste Stelle geben in unser Leben. Manchmal lässt uns auch leiden. Ist ja gut. Aber nach dem Leiden werden wir mehr seine Herrlichkeit sehen.
Manchmal, wenn mir nicht so gut geht oder so. Und ich bin sicher, dass der dann nebendran so steht und guckt und lächelt und sagt, nächste Woche wirst du schon meine Herrlichkeit sehen. Nächste Woche wirst du schon was Schönes sehen. Aber das sehen wir Kinder nach, oder? Aber das sollen wir uns ernst nehmen. Und er will uns alles zum Guten führen. Das ist wichtig. Wir lesen in Johannes Evangelium 15, 13. Es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt. Das ist, was Jesus getan hat. Für uns hat er sein Leben gegeben. Weil er mich liebt, hat er sein Leben für mich hingegeben. So soll jeder von uns denken. Er hat für alle ist er gestorben, was geht mich das an, ja? Denken wir so? Wenn wir persönlich denken, diese Art, er ist am Kreuz gestorben für mich, dann hat es ein anderes Gewicht. Jeremia 31, 3 lesen wir, aus der Ferne ist ihm der Herr erschienen. Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Darum habe ich dir so lange die Treue bewahrt. Er liebt mich grenzenlos und seine Liebe hat auch keine Ende. Keine Ende. Wenn wir unterwegs sind, manchmal sind steinige Weg, manchmal ist schwerer Weg, kriegt man keine Luft beim Rauflaufen, Berge hochgehen. Alles ist dabei, es gehört dazu. Sonst vergessen wir unser Gott. Deswegen immer wieder ein Schlag. Sind Sie einverstanden damit? Er hört alles. Er sieht auch alles. Seht, wie groß die Liebe ist, wie der Vater uns geschenkt hat. Wir heißen Kinder Gottes und wir sind es. Er will mich durch seine Liebe zu seinem Kind werden lassen. Immer wieder könnt ihr uns immer wieder sehen in unser Leben, wenn wir zurückschauen. Immer ein Problem. Oh, da rennen sie jeden Tag zur Heiligen Messe. Und Novene, noch viel mehr Rosenkranz. Alles machen, Gutes tun, alles. Ah, haben alles bekommen. Jetzt halt zu Pause, Jesus. Jetzt brauchst du nicht um uns kümmern, jetzt geh mal zu anderen. Ich will auch jetzt vor Essen mit dir nichts zu tun haben. Haben genug. Kommen Leute hier zu uns, manchmal, nicht alle. Beten Sie für mein Kind, für meine Frau oder für meinen Mann. Und werd geheilt, denn lange nicht mehr zu sehen, bis nächster Schlag kommt. Dann frage ich, ah, leben Sie auch noch? Es ist doch schön, wenn Sie alle 4 Wochen hier danken. Ja, ohne, das kostet. Manchmal super kostet so und so viel und Diesel so und so viel. Hier danken kostet nicht. Spüren Sie das auch, wenn Sie jedes Mal kommen? Bekommen Sie viel mit? Ja. Wer hat schon viel bekommen? Und warum kommen Sie nicht immer? Manchmal ist man gesättigt, ja. Aber es sind, Gott sei Dank, gibt schon viele. Wir sind sehr zufrieden. Ja. Römer 5, 7 und 8 lesen wir. Dabei wird nur schwerlich jemand für einen Gerechten sterben. Vielleicht wird er jedoch für einen guten Menschen sein Leben wagen. Gott aber hat seine Liebe zu uns darin erwiesen, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Also durch seinen Tod hat er uns geliebt und unsere Sünden auf sich genommen. 1. Petrusbrief 4, 8 lesen wir. Vor allem haltet fest an der Liebe zueinander.
denn die Liebe deckt viele Sünden zu. Inzwischen haben wir alle verstanden, wie groß seine Liebe ist. Oder nicht? Ja, ich auch. Ich auch. Weil Gott uns liebt, will er immer unter uns Menschen leben. Und deshalb hat er, was hat er gemacht? Weil er mit unter uns leben will? Der Eucharistie, Sakrament der Eucharistie eingesetzt. Er will in unser Herzen wohnen. In Offenbarung 3,22 lesen wir: Ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer meine Stimme hört und die Tür öffnet, bei dem werde ich eintreten und wir werden Mahl halten. Ich mit ihm, er mit mir. Jeden Tag nehme ich an. Er steht vor der Tür und klopft. Wer meine Stimme hört und die Tür öffnet, bei dem werde ich eintreten. Aber vielleicht wir überhören seine Stimme. Er klopft vielleicht 10-mal, wir hören nicht, weil wir oft verblendet sind mit Weltgeist. Bei dem werde ich eintreten, wenn wir Tür aufmachen. Und wir werden Mahl halten, ich mit ihm und er mit mir. Schön. Und deswegen, er hatte Eucharistie eingesetzt. Wir lesen in Johannes Evangelium Kapitel 6. Das können wir durchlesen. So oft wiederholt er über das Fleisch und ich bin das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist und ich bin das Brot des Lebens, ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wer von diesem Brot isst und wird in Ewigkeit leben. Das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch, sagt Jesus. Sein Fleisch und sein Blut. Wer mein Fleisch isst und mein Brot, mein Blut trinkt, hat das ewige Leben. Hat das ewige Leben. Denn mein Fleisch ist wirklich eine Speise und mein Blut ist wirklich ein Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich bleibe in ihm. Das heißt nicht, jeder darf jedes Mal zur Kommunion gehen. Das wisst ihr alle. Solange wir in Sünde leben, solange wir in Unzucht leben oder in nicht vergebenen Zustand leben, wer hockt denn da drin? Ist ein Platz für Jesus? Was meint ihr? Er kann nicht reinkommen. Wir lesen 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 15. Was lesen wir? Wer seinen Bruder hasst, ist ein Mörder. In ihm kann das ewige Leben nicht sein. Und wer thront denn da drin, wenn ich meinen Bruder hasst? Der andere. Manche schauen mich so beruhigt an und denken, mein Bruder hasse ich nicht, ich habe auch keinen Bruder. Ich hasse nur meine Schwester oder meinen Ehepartner. Das gilt für alle, für alles. Ich muss noch einmal diese Stelle lesen. Was habe ich gesagt? 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 15. Wo ist der Johannes? Hier. Da gibt es noch was dazu zu sagen. Jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Mörder. Und ihr wisst, kein Mörder hat ewiges Leben, das in ihm bleibt. Alles klar? Verstanden. Wir wollen heute noch alles klar machen. Wir wollen jetzt vorbereiten für das Osterfest. Wir sind aber noch nicht fertig.
Kurz vor seinem Tod hat er das Sakrament der Eucharistie eingesetzt. So lesen wir Lukas 22, 19. Und er nahm Brot, sprach das Dankgebet, brach das Brot und reichte es ihnen mit den Worten: Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch und sagte: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Das ist, was wir auch grünen Donnerstag wieder andenken, an dieses Fest, wie der Herr uns Eucharistie eingesetzt hat. Ohne Eucharistie können wir nicht mit ihm leben. Mit ihm nicht intensiv leben. Wir sind sündige Menschen. Gott hat damals schon gewusst, dass wir schwache Menschen sind. Was hat er noch dazu gebracht? Nicht nur vergeben. Gott muss unsere Sünden vergeben. Oder nicht? Ja? Und so heißt es, was hat er gemacht? Wir sind sündige Menschen, weil wir schwach sind. Sündigen wir immer wieder neu. Deshalb hat er das Bußsakrament eingesetzt. Durch die Beichte vergibt Jesus all unsere Sünden und er reinigt uns mit seinem kostbaren Blut. Wir lesen Matthäus 18, 18. Für manche bestimmte Personen lese ich das noch einmal vor. Es gibt ganz fromme Leute, die jeden Tag zur Heiligen Messe gehen und jeden Tag Jesus empfangen. Ganz liebe Menschen, vielleicht 70 Jahre alt ist, 80 Jahre alt sind. Gute Omas und gute Opas, auch jüngere Leute, alle Sorte gibt es. Aber besonders die Leute, die wirklich, denen ist gar nicht bewusst, über 40 Jahre nicht gebeichtet. Wie mag da drin aussehen? Sie meinen, es reicht Bußandacht. Bußandacht ist eine Vorbereitung für Beichte. Und wenn Sie Bußandacht gehen, Sie gehen wieder zurück mit Ihrer ganzen Sünde und alles. Vielleicht lästliche Sünde sind weg. Und Sie sagen, ich habe noch lästliche Sünde vielleicht. Stell dir mal vor, wie dreckig da drin aussieht, wenn sie ein Zimmer ganzes Jahr zumachen oder von mir aus 3, 4 Monate. Machen sie mal auf, da kommt der ganze Staub entgegen, oder? Und diese Seele soll Jesus leben, Jesus kommen. Nur beim Beichte gibt es persönliche Absolution für mich. Für jede Einzelne. Eine allgemeine Absolution ist kein Wert. Das ist nichts gesagt, dass die Sünden sind vergeben. Matthäus Evangelium 18, 18 lesen wir. Amen, ich sage euch, alles, was ihr auf Erden binden werdet, das wird auch im Himmel gebunden sein. Und alles, was ihr auf Erden lösen werdet, das wird auch im Himmel gelöst werden. Ich hoffe, dass Sie alle verstanden haben, ohne Ausnahme. Manche denken, ich habe schon oft davon gehört, aber ich bin immer noch dafür, dass ich nicht beichten brauche. Denn es heißt in der Heiligen Schrift, ich glaube Ezechiel 33, 8, wenn du siehst, dass jemand sündigt und wenn du nichts sagst, dann sündigst du mit. Aber wenn du gesagt hast und er macht das nicht mit, dann hast du damit nicht mehr zu tun. Sagen Sie Ihren Nächsten das? Oder ist Ihnen gleich? Wir gehen alle in eine Gemeinschaft, eine Gemeinschaft mit Jesus. Es ist wichtig, dass wir unsere Nächsten aufmerksam machen.
wie wichtig Beichte ist. Sie sind es, sie haben, sie können nicht dafür, diese Menschen, die nicht beichten. Die sind gewohnt und sage tut niemand ihnen. In Johannes 15,5 lesen wir. 15,5 lesen wir: Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und wen ich bleibe, der bringt reiche Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts vollbringen. Schön, gell? Wie Jesus sagt: Jesus ist der Weinstock. Wir sind alle die Reben. Wer in mir bleibt und in wen ich bleibe, der bringt reiche Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts vollbringen. Manchmal kommt er auch zu mir, er reinigt mich. Ich bringe schon Frucht, aber es reicht nicht ihm. Er will noch mehr Früchte bringen. Der tut er reinigen. Vorher hat er schon geschnitten. So lesen wir Johannes 15, 1, 1 und 2. Schneiden tut weh, aber Hauptsache, dass wir dann wachsen. Aber die Früchte, vielleicht, er ist nicht so zufrieden. Was macht er denn? Reinigt er. Und das tut weh, aber nachher bringen wir mehr Früchte. Wollen wir uns reinigen lassen von ihm? Auch wenn das weh tut? Manche denken, hoffentlich ist der Schere nicht so scharf. Getrennt von Gott können wir nicht leben. Getrennt von Gott können wir nicht leben. Was sind wir denn? Getrennt von Gott, wie sehen wir aus? Wir sind wie Leiche. Haben schon solche Leute gesehen? Sie leben, sie laufen rum. Wenn sie mit dem Zug fahren oder zum Ärztepraxis kommen. Die sind sowieso vielleicht körperlich krank, aber noch dieser Gesichtsausdruck, wie Tote. Und ich sehe hier viele Lebende, fast alle haben Ausstrahlung. Jetzt versuchen sie noch zu lächeln, ja? Dass es richtig rauskommt. Und was sagt Jesus weiter? Wer nicht in mir bleibt, wird wie die Rebe weggeworfen und er verdorrt. Schrecklich, gell? Verdorren, so mager und trocken. Was macht er denn? Man sammelt die Reben, wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Gott sei Dank, dass er sowas schreibt. Der Herr spricht zu uns selbst. Und jetzt sagt weiter, er gibt auch Gelegenheit, du musst nicht ins Feuer geworfen werden. Was sagt er? Wenn ihr in mir bleibt und wenn meine Worte in euch bleiben, dann bittet um alles, was ihr wollt. Ihr werdet es erhalten. Kann sein, nicht heute, vielleicht übermorgen oder nach 2 Jahren. Ihr werdet es erhalten.